Willkommen zurück zur Folge 209 meines Let's Plays. Warum kommt der runter, die Treppe runter? Na? Wuffi, du hast noch gar keinen Namen, ne? Sollten wir dir eigentlich auch mal geben. Ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich mir ein paar Gedanken mache zu dem, was wir heute machen. Ja, so ganz habe ich dieses Versprechen nicht gehalten. Ich werde da am Bauernhof weitermachen. Mit dem, was wir da sowieso gerade hantieren. Ich meine, das muss ja auch fertig werden. Wo habe ich denn die Wolle hingepackt? Ach, da. Wir brauchen noch weitere Farben. Stattdessen habe ich mir... Ja, kommst du wieder mit hoch? Ja, ne? Ja, komm. Mal ein paar Gedanken zu dem Let's Play selber, zu dem, was auf YouTube so abgeht und so gemacht. Hundi. Hundi. Hundi? Hallo? Würdest du mal kommen? Ja, warum guckst du? Steht hier, guckt. Ja, du wolltest mir sagen, dass ich mir noch ein paar Spitzhacken machen wollte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssten reichen. Und komm, eine Axt machen wir auch noch. 1, 2, 3. Oh, 3. Nicht 4. So. Zack. 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 Und. Ach so, das geht nicht. Puh, jetzt habe ich aber Glück gehabt. So, ja, komm, heb wieder auf. So, kommst du jetzt mit? Komm. Na, hoch da. Wie gesagt, ich habe mir so ein paar Gedanken zum Let's Play selber und über YouTube und so gemacht. Was ihr als reine Zuschauer nicht wisst, in letzter Zeit sind sehr viele Probleme hier auf YouTube. Ja, man hat Probleme mit dem Hochladen der Videos, die Einstellungen werden nicht übernommen. Hundi. Ist alles aktuell nicht so angenehm. Macht der? Steht der immer noch da? Jetzt kommst du. Du bist eine Pfeife. Wo? Komm. Hey. Hallo. Ist da eine Wurst drin? Nö. Kommst du jetzt? Ja. Ich gehe jetzt einfach darüber. Dann wird er ja wahrscheinlich mitkommen. Und dann ist er halt am Bauernhof. Ist egal. Wo ist eigentlich der Zweite? Da ist er. Also die ganzen Non-Player-Charaktere sind in letzter Zeit sehr seltsam in Minecraft. Ja, setz dich in die Stufe rein, genau. Sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Und Minecraft ist abgestürzt. Ich bin begeistert. So, und wir sind wieder drin. Okay. Das erklärt vielleicht, dieser Absturz erklärt vielleicht das seltsame Verhalten von dem Hund gerade. Da ist er. So, setz dich hin. So, schauen wir mal. Oh, Musik ist nicht an. So. Dann schauen wir mal, ob es jetzt vernünftig läuft. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war. Minecraft halt, macht ja gerne mal Ärger. Genau wie YouTube. Womit ich wieder beim Thema wäre. Als Let's Player oder überhaupt als YouTuber hat man in letzter Zeit, wie gesagt, recht große Probleme mit dem Upload. Einstellungen werden nicht so problemlos übernommen. Thumbnails haben viele, konnten gar keine Thumbnails machen. Da hatte ich keine Probleme mit. Aber Voreinstellungen, die ich gemacht habe für Kommentare zum Beispiel, muss ich bei jedem Video neu einstellen und bevor es veröffentlicht wird, nochmal kontrollieren und hast du nicht gesehen und dieses und jenes und ich weiß nicht, was noch alles, kann man gar nicht alles aufzählen. Ich hoffe mal, das hat sich bald wieder erledigt. Dadurch macht das auf jeden Fall nur noch begrenzt Spaß. Die ganzen Änderungen an YouTube aktuell mit dem neuen Design, das klappt wohl auch noch nicht so richtig. Ich meine, ich habe da, sobald das neue Design verfügbar war, habe ich ja drauf umgeschaltet. Gehöre da mit zu den ersten Kanälen. Aber
So wie ich jetzt mitgekriegt habe und was wohl in den letzten Tagen extrem häufig passiert ist, dass trotzdem immer wieder das alte Design noch angezeigt wird. Ja, das sind auch noch so Fehler. Und ich hoffe, das wird sich alles in nächster Zeit mal ändern, dass YouTube das wieder in den Griff kriegt. Und ich denke mal, ja, ich denke mal, was, ja, jetzt bin ich wieder selber irgendwie so ein bisschen, ich will wieder mehr erzählen, als geht. Was viele von euch sicher auch schon gemerkt haben und was man auch in Kommentaren immer wieder liest, ja, bei mir weniger, aber bei mir war es auch schon, dass die Videos momentan auch nicht laden oder obwohl es ein 15-Minuten-Video ist, nur 3 Minuten angezeigt werden und also Scherzchen. Lauter diese ganzen Probleme, die da aktuell auch in YouTube so passieren. Habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass die ganzen kleinen Kanäle, und damit meine ich jetzt alle Kanäle, die, ja, sagen wir mal, weniger als 1000 Abonnenten haben, noch schlimmer, wenn sie so klein sind wie ich, so unter 100 oder nur 1, 200 oder so, da häufen sich diese Probleme noch mehr. Und die View-Zahlen gehen auch extrem zurück. Was natürlich in Kombination mit den ganzen Problemen, die man sowieso schon hat, mit dem Hochladen und so, extrem frustriert. Und ja, deswegen, ja, kommen mir da immer mehr so Gedanken. Ich will nicht aufhören, um Gottes Willen, aber ich spiele mit dem Gedanken momentan, am Konzept des Let's Plays ein bisschen was zu ändern, weiß mir allerdings noch nicht so richtig wie. Tendiere allerdings dazu, was ich ja eigentlich nicht wollte, mehr mit Schnitt zu arbeiten. Ja, das bisherige Konzept ist ja, ihr seht alles, was ich mache. Jeden Laufweg, und ja, wenn ich was farme, weiß der Geier, ich zeige ja alles. Und da bin ich im Moment am hinzutendieren, dass ich das ändere, weil ich halt glaube, das macht auch so ein bisschen, bringt das zu sehr Langeweile rein. Eben weil ich ja nicht dieser große Entertainer bin, wie, ja, ich sage immer wieder Gronkh, aber da fallen mir auch noch andere ein. Rahmschnitzel zum Beispiel gucke ich sehr gerne. Der fährt genau das Konzept, wie ich es gerne hätte. Aber der kann natürlich wesentlich besser moderieren. Den guckt man einfach nur, mal abgesehen davon, dass der echt episch baut, den guckt man einfach nur, um ihm zuzuhören. Ja, und das ist bei mir ja nicht der Fall. Hallo? Legst du bitte mal nach? So. Oder denke ich mal, dass es bei mir nicht der Fall ist. Ja, weiß ich ja nicht. Und dementsprechend bin ich halt am Grübeln, was könnte ich ändern? Ja. Und dazu kommen auch noch, dass ich so eine leichte Minecraft-Flaute im Moment habe, was Ideen anbetrifft und so. Soll ich da mal zuflicken? Können wir mal machen. Und ich habe jetzt gestern, bevor ich die gestrige Aufnahme gemacht habe, habe ich auch mal in Feed the Beast reingeschaut, um zu sehen, ob ich da vielleicht mal ein bisschen was mitmache, weil es mal was anderes ist. Das ist mir allerdings zu komplex, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe da eigentlich gar nicht durchgeblickt. Nur eine Weile rumgeformt und ja, bin erschlagen von den ganzen neuen Erzen und ja, den Möglichkeiten. Da ist ja dieser Not Enough Items, der hier, der ist ja da auch drin zum Glück und hat da glatte 34 Seiten und nicht wie hier nur 7. Das ist ja Wahnsinn. Also da muss man sich übelst mit beschäftigen, um da überhaupt was machen zu können. Fällt also auch flach. Ja. Und deswegen komme ich jetzt immer mehr zu dem Gedanken, wie gesagt, mehr mit Schnitt zu arbeiten. Aber wie machen wir das denn hier? Wir haben es auch dunkel, ne? Mist.
Und die Stufen hier sollten wir mal machen. Wir gehen mal erstmal schnell pennen. Da ist schon die Spinne. Zack. Mal noch schnell pennen. Ja, wenn ich allerdings mit Schnitt, mehr mit Schnitt arbeite, dann läuft das Ganze, ja, weiß ich nicht, wie weit ich da das Konzept dann durchziehen kann. Das, ja, mehr so in Richtung Showplay. Teilweise Sachen einfach baue und nur noch zeige. Oder, ein anderes Mal, wenn ich mehr zu erzählen habe, zeige, wie ich es baue oder so, und es stürzt schon wieder ab. Nee, das war mein Monsterlack, okay. Das weiß ich alles nicht. Das ist mir irgendwie... Haben wir nicht. Hier? Nein, das sind alles nur Eier. Ist mir irgendwie alles noch nicht klar. Und sind auch noch keine Fakten. Also, Mist. Sind halt nur Gedanken, die ich jetzt in der Richtung hatte. Und dementsprechend mir hier natürlich die Pläne. Ich wollte doch nur zwei Stufen, ich doof. So. Dann tun wir den Rest direkt da rein. Schere habe ich bei, ja, aber kein Platz. Hier haben wir Dreck drin. Und auch Gravel. So, und alter Schwede, ist hier ein Kram drin. Naja, gut. Na, erstmal noch ein bisschen Wolle holen. Ich bin mir da im Ganzen auf jeden Fall auch noch nicht so wirklich schlüssig. Und ich finde, das merkt man auch in den letzten Folgen. Wenn ich die mir selber angucke, finde ich sie irgendwie... tendiert es doch zum langweilig sein. Und das darf nicht sein. Ja, das, wenn sie mir schon nicht hundertprozentig gefallen, dann können sie euch ja auch nicht gefallen. Und dementsprechend bin ich halt im Überlegen, was kann ich ändern? Ich kann nicht alles aufheben. Okay. Und dementsprechend fehlen mir auch die Konzepte und hast du nicht gesehen. Und naja, alles momentan, halt. Hm? Was soll ich dazu sagen? So. Blau, schwarz. Und können wir denn da unten mal... Ja, ne, wir müssen... Wir müssen erstmal mit dem hantieren, was wir haben. Und wir müssen hier mal aufräumen. Naja, okay. Irgendwie habe ich jetzt die ganze Zeit erzählt und doch nichts erzählt, ne? Halt. Erstmal die Stufen dahin. Zack. Zack. Und da mal Licht dazwischen. Ich kann mir vorstellen, ich will es nicht testen, aber da ist garantiert zu dunkel dazwischen. So. So, da hinten muss eine Leitung hin. Hier muss eine Leitung hin. Na. Und so müsste erstmal hinkommen. Tipp, 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 tipp. Wir machen jetzt einfach mal. Ach, hier fehlt doch noch ein Repeater, glaube ich. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Reicht der da? Oder waren es nur 15? Ich weiß das gar nicht mehr.